Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongans Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Plagaz 2. Ich habe ja jetzt wieder ein paar Spiele gekauft gehabt, die mit A oder B anfangen. Das heißt, ich muss quasi wieder etwas nach oben in meiner Steam-Liste, und wie ich so bei B ein Spiel installiere, war direkt unten drunter Plagaz 1 und 2. Und habe ich gedacht, komm. Ich schieb die einfach mal kurz dazwischen. Ja, da passt schon. Ja, Kraft eigener Arroganz habe ich das jetzt mal so beschlossen, weil Blackguards großartig. Ja, Dedelic großartig. Muss einmal. Außerdem liebe ich das schwarze Auge. So, Versteiner suchen, Cassias Sammlung. Ja. Mal kurz, was schleppt jetzt eigentlich mit sich darum? Schwert, Schaden 5. So, ja, wenn das so ist, okay, Selbstgespräch. Das ist natürlich nett, gell? Das ist natürlich aber auch gut. Ja, aber wir sollten vielleicht die AP mal kurz sparen. Ja, dann, hallo auf. Jetzt wieder ein bisschen zu leise. Ein letztes Mal machte Cassia sich auf den Weg. Die Spinnen behelligten sie schon lange nicht mehr. Die Korapien und die hässliche Frau waren Schwestern geworden. Ich will das nicht. Seid still. Still. Still wie Eis. Noch besser wie die Sonne. Oh, die Sonne. Hey. Hey, Schönheit. Hilf mir gegen diese Gerippe, ja? Auch wenn ich sie mir vermutlich nur einbilde. Also das ist mir jetzt wieder zu leise irgendwie. Schrauben wir mal hoch. Und die Effekte machen wir mal ein bisschen runter. Okay, da machen wir mal das Gedanken, wenn wir da unten so weit sind. Das sind Bogies. Da sollte man so schnell wie möglich in den Nahkampf. Okay, auf den Nasenbär hier kann ich nicht zugreifen.
mit dir geschieht es auch. Mich hat es auch erwischt. 3 Tage bleiben mir noch. Vielleicht eine Woche. Du spürst es, wenn ihr Griff fester wird. Wenn sie dein Gehirn umklammern. Wer? Die Spinnen. Sie sind hier. Hier in unserem Kopf. Ja. Was auch immer. Wie lange bist du schon hier unten? 2 Monate? 3? 4 Jahre. Oh, das ist... tröste dich. Viel Zeit hast du nicht mehr. Die lassen uns nicht mal verwesen. Nur ein Haufen Pilze bleibt übrig. Spinnenfutter zu Spinnenfutter. Ein schöner Kreislauf. Du weißt, was über uns ist, ja? Die Kammer der Geheimnisse? Oh ja, Marwans Schatzkammer. Da wollte ich hinein, aber... Nun ja, die Götter in ihrer Weisheit haben anders entschieden. Ja, ich war ein Dieb. Warum soll ich's leugnen? Vermutlich ist es unklug, dieses Tor zu öffnen. Irgendetwas haust dahinter, dem ich vor der Henkersmahlzeit nicht begegnen will, aber... Scheiß die Ratte drauf! Einmal will ich noch den Sternenhimmel sehen. Wie heißt du eigentlich? Ah, nein, verzichten wir auf Namen. Kann ich da jetzt eigentlich was abgreifen oder nicht? Ich weiß genau, was du gedacht hast. Ein wandelndes Gerippe? Muss ein Trugbild sein. Aber wenn man lang genug darüber meditiert, ergibt alles Sinn. Warum? Weil diese ganze verfluchte Welt keinen Sinn ergibt. Und sobald wir das akzeptieren, ist plötzlich alles möglich. Du redest viel. Beste Methode, um die Stimmen zu übertönen. Dahin wirst du auch noch kommen. Dann kommt das Nasenbluten. Und dann... Leise. Hörst du das? Von jetzt an. Keinen Laut mehr. Wir sollten Mirai aber mal heilen. Ja, und was war da jetzt drin? Also da ist irgendwie jetzt nichts zu holen. Da ist auch noch eine Kiste, oder? Also kommen wir scheinbar nicht dran. Dann... Ach, die kann da nicht drüber. Das ist dann aber eher ungünstig. Wir heilen mal das Spindle und wir gucken mal, ob die auf die Entfernung auch
Nö. Oh, die hat nicht so viele Punkte. Ah, der kann zaubern. Cooler Dieb. Ich würde sagen, das ist der Versteinerer. Die zwei haben wir auch. Ich halte es trotzdem für eine bescheuerte Idee, jetzt da direkt hin zu marschieren. Deshalb würde ich sagen, ach scheiße, ich war doch gerade vergiftet. Wobei andererseits, der hat ja auch Astralpunkte. Soll der doch die heilen? Gut. Wir haben ja keinen Zeitdruck, wir machen das jetzt ein paar Mal, dass wir wieder Astralpunkte sammeln. Das wird nämlich kein leichtes Ding gegen das Riesenfieder.
Langweilig. Naja. Es muss halt sein. Wobei, wir können uns ja mal kurz ein bisschen umschauen. Also das ist das Vieh. Danach geht's darüber. Aber für was sind hier diese Sockeln? Da muss man auch irgendwie rüberkommen können. Wahrscheinlich, wenn man irgendwas hier umlegt, klappt das hier runter. Dann kann es Spindle hier rüberlaufen und den Hebel bedienen. Ich nehme mich dran, dass wir gucken, dass wir die Spinne irgendwie am Leben halten. So, jetzt müssen wir mal langsam. Und dann müssen wir uns mal Gedanken machen über Schutzzauber oder so. Okay, dann gucken wir mal, was kann der Armatrutz? Toll, die ganze schöne Astralenergie verschwendet. Ja, hier geht irgendwie gar nicht. Okay. Ein Hebel. Das hatte die Brücke runter geklappt. Das hatte die Brücke runter geklappt. Bedeutet, der Hebel klappt die Brücke runter. Um zum Hebel zu kommen, muss man durch den Fallenparcours. Und über die Dinger hier. Aber über die Dinger kommt bloß Mirai. Wie kommt Mirai darüber? Kann man das Seil da beschädigen? Ich gehe nur noch an einem Seil, gell?
Na gut, die war auch nur in einem... Egal jetzt. Haben wir irgendwelche Zauber? Die da helfen könnten? Nee, nicht wirklich. Achso, ich muss bloß dahinter kommen. Ja, okay, das war dann irgendwie einfacher als gedacht. Cassia war dem Labyrinth entkommen. Ohne Geld, ohne Schuhe, aber lebendig. Und soweit sie wusste, bei Verstand. Zunächst suchte sie einige alte Freunde auf. Freunde, die sie vergessen hatten. Doch wer herrschen will, braucht Paladine, die Unmögliches vollbringen. Und Cassia kamen nur drei in den Sinn. Nach 4 Monaten akribischer Vorbereitung hatte sie den ersten Gladiator der 9 Horden aufgespürt. Schade, Hammer, Mata Hammer. Wie bitte? Was? Was sagt er? Er sagt, er will uns sterben sehen. Das ist ja super. Wo ist denn unser Spinnchen? Haben wir jetzt... Was ist jetzt, Gladiator? Antakauka, Tamata Mata. Was bringt dich zu Kamaluxon? Was führt dich zum unsterblichen Takate? Ich will verhandeln. Nur 2 Dinge führen Menschen an diesen Ort, Maskenfrau. Kämpfen und sterben. Bauhatsche! Wartet! Ich bin nur ihr Dolmetscher! Hör mir einfach zu! Du hast nichts als dein Leben, Maskenfrau. Womit willst du handeln?
Ich führe deine Brüder aus der Sklaverei. Niemandem wird in meinem Reich je wieder dieses Unrecht geschehen. Siehst du die Mädchen zu meinen Füßen? Meine Sklavinnen. Was nützen sie mir frei? Ja, das hätte ich mir schon fast denken können. Wie die alten Römer bereits sagten, Sklaven wollen nicht befreit werden, Sklaven wollen selbst Sklaven halten. Lass uns reden! Weißt du nicht, wer ich bin? Takate, Meistergladiator von El Alem, Bezwinger der neun Horden, Fluch der Asselkönigin, das tödlichste Raubtier des Emirats. Du nennst dich Göttersohn, aber tatsächlich warst du Sklave von Sulman Diamantos und von Marwan al-Ahmad. Und jetzt bist du ein Niemand, der über einen Haufen anderer Niemande herrscht. Was willst du? Ich will, dass du für mich Blut vergießt. Der Weg, der vor mir liegt, hält weit größere Kämpfe bereit. Kein Gegner in dieser Welt kann Takates Ruhm mehren. Es gibt nur noch die Zeit und das Warten. Warten? Warten worauf? Dass die Götter herabsteigen, sich mit mir zu messen. Da, ich vergieße Blut für dich. Ich habe deine alten Gefährten wiedergefunden. Die Gefährten der neuen Horden. Gefährten, die mich verkauft haben. Das ist wie wenn man was sucht. Eine Litz Hossedasch ist es. Hör mich an! Ich werde dich hören, kleine Maskenfrau. Ich werde dich schreien hören. Dann verspreche ich dir einen Tod, den die Welt nicht vergessen wird. Einen Tod, auf den selbst die Götter schauen werden. Jeder Fürst im Totenreich wird sich mit Takate messen wollen. Und alle werden ihm seine Sterblichkeit neiden. Gut. Gut? Akahin. Kamaluks Sohn ist einverstanden. Gut. Ihr zweites Ziel würde sich hoffentlich als umgänglich erweisen. Schmutzige Geschäfte hatten den Zwerg Naurim reich gemacht. Wie ein Drache hortete er in Kadrims Tal Gold und Edelsteine. Und wie ein Drache verteidigte er seinen Hort vor seinen zahlreichen Feinden. Ich bin verwirrt. Ich verspreche dir... Nein, nein! Lass mich erst sehen, ob ich hier alles richtig verstehe. Du, eine mir unbekannte Menschenfrau mit einer Maske, was für sich bereits nach Ärger ruft. Und Takate, mein alter Waldmenschenfreund, der sich jetzt für einen Göttersohn hält. Ihr wollt alleine... Mit deiner Hilfe. Und das ist der Teil, wo ihr mich verliert. Wir wollen den Thron von Mengbilla erobern. Gut. Gut. Eins und eins sind... Zwei.
Ein grundsätzliches Verständnis für zahlenmäßige Unterlegenheit sollte also vorhanden sein. Noch einmal zurück zu dem Abschnitt, wo du mir unhaltbare Versprechungen machst. Du warst einmal Marwans Sklave. Hilf mir, Mengbilla zu erobern. Und ich biete dir... Lass mich dir in einfachen Worten etwas erklären. Ich bin der reichste Zwerg des Südens. Du ein verarmtes Mädchen in einer seltsamen Maske. Wie kommst du auf die Idee, dass du oder dieser verrückte Urwaldhalbgott mir etwas zu bieten hätten? Dein Bart ist verfilzt. Macht mich unruhig. Der Ausgang ist am Ende des Tunnels, die Tür mit dem Goldknauf. Cassia machte sich keine Gedanken. Der Zwerg würde seine Meinung noch ändern. Dem dritten und letzten der Gladiatoren hatte das Schicksal weniger gut mitgespielt. Als Sklave fristete Zurbaran aus Al-Anfa ein erbärmliches Dasein in der Provinz. So viele Wörter. Ein ganzer Geschäftszweig aus Wörtern hat sich gegen mich verschworen. Ich war einst ihr Herrscher. Jetzt fallen sie über mich her. Wird es ein langes Gedicht? Oh, so viele falsche Wörter. Lasst mich. Ich will nichts mehr hören. Ich suche einen zornigen Schwarzmagier und finde einen Haufen Selbstmitleid. Ach, dieser Traum war so schön, bevor ihr die Maske abgenommen habt. Bereitet mein Gesicht dir Unbehagen? Es ist sehr interessant. Also gut. Warum? Warum? Warum will eine so junge Frau ohne Schuhe im Alleingang das Emirat erobern? Gründe sind Trugbilder. Brauchen Fliegen einen Grund zum Fliegen? Ich verstehe. Ich bin nicht verrückt. Und ich bin kein Arzt. Befreit mich aus dieser traurigen Wüste und ich bin euer. Das bist du bereits. Ich habe dich gekauft. Für wie viel? Einen halben Taler. Mein Wert steigt wieder. Sobald alles getan ist. Bist du ein freier Mann. Und jetzt erzähl mir alles, was du über deinen alten Freund Naurin weißt. Jedes schmutzige Geheimnis. Sehr schön. Gut, ich mag das Spiel. Es ist einfach gut erzählt. Wenn die Jungs und Mädels von Dedelic einfach wissen, etwas wissen, dann wie man eine gute Geschichte erzählt. Wir sehen uns hier wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.